Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Perez und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Perez war der Vater von Hezron, Hezron von Aram, Aram von Aminadab, Aminadab von Nachshon, Nachshon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas, dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, dessen Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uriah war. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abija, Abija von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Uzziah. Uzziah war der Vater von Jotham, Jotham von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Josia, Josia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Das war zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft war Joachim der Vater von Shealtiel, Shealtiel von Zerubbabel, Zerubbabel von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor. Azor war der Vater von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleazar, Eleazar von Matan, Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der Christus, der Messias genannt wird. Im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen und von der babylonischen Gefangenschaft bis zum Christus 14 Generationen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, dreimal 14 Generationen. Man sieht, das Wirken Gottes hat einen Plan und eine Ordnung und einen Takt. 14, die Hebräer haben ja auch Buchstaben für Zahlen. Wir haben nicht so wie wir 1, 2 oder 3, die haben das A wäre der Einser sozusagen. Und die tun dann auch, die Buchstaben haben einen Zahlenwert und Buchstaben werden, die Zahlenwert und der Zahlenwert wird zusammengezählt. Und aus der Summe ergibt das wieder ein neues Wort und ein neues Sinn. Und viele Zahlen haben auch eine tiefere Bedeutung. Die Zahl 14 ist die Summe des Wortes Jahwe. Dreimal Jahwe. Jahwe wirkt in seinem Volk. Das ist die Zahl 14. In den 14 Generationen ist sozusagen Jahwe ist gegenwärtig. Durch die Generationen hindurch. Und dreimal 14 heißt sozusagen, na, dreimal rot unterstrichen. Also jetzt wird es wirklich ernst. Es kann gar nicht anders sein, dass jetzt der Messias kommt. Das ist sozusagen für Juden ein sehr
sehr fester Beweis, dass jetzt der Messias kommt. Das hat keinen anderen gegeben, der er sein hätte können. Doch dazu, das Geschlecht Davids wurde ja ausgerottet. Man muss sich vorstellen, wie die Römer gekommen sind, haben sie das Königsgeschlecht alle umgebracht. Nur ein paar verarmte Nebenzweige, zu denen auch der Josef gehört hat, die hat man irgendwie übersehen oder nicht gefunden oder wie auch immer. Die sind am Leben geblieben. Und dennoch lebt dieser Stamm Davids weiter. Warum ist das so wichtig, der Stamm Davids? Es geht darum, dass Gott sich vereinigt mit der menschlichen Natur. Und Gott nimmt das ernst, wenn er einen Menschen beauftragt. So wie die Gottesmutter, das war nicht eine austauschbare Person. Wenn Maria gescheitert wäre, dann hätte Jesus nicht kommen können. Und wenn Gott dem Stamm Davids die Aufgabe gibt, Königsstamm zu sein, dann bleibt diese Berufung. Und wenn Gott den Stamm Davids dazu auserwählt, den Messias hervorzubringen, dann bleibt es. Weil Gott nicht über die Köpfe der Menschen hinweg handelt, sondern gemeinsam mit den Menschen und durch die Menschen, weil er das Menschengeschlecht durch und durch annimmt, so wie es ist. Wenn Jesus in seiner Menschwerdung das Menschengeschlecht nicht ganz und gar annimmt, so wie es ist, dann würde es nicht erlöst werden. Sonst wäre die Erlösung sozusagen über die Köpfe der Menschen hinweg. Aber Jesus durchdringt es mit seiner Menschwerdung. Er steigt ganz hinab und wird einer von ihnen. Und gerade diese Ahnengeneration, diese Ahnenreihe von Jesus, das wäre ja eine feste Chronik skandalös. Da kommt alles vor: Mörder, Prostituierte, man könnte sagen Heilige und das christliche Symbol auch. Wie heute die Menschen sind. Die ganze Bandbreite kommt vor. Und Gott nimmt sie alle an und verwendet sie auf seine Weise. Und jeder hat seinen Platz. Jeder ist auf seine Weise ein Mosaiksteinchen im Werke des Herrn. So wie auch wir berufen sind. Wenn Gott einen Menschen verwendet und sein Werk verwirklicht, dann heißt das nicht, dass der Mensch nicht auch schuldig werden kann. Jesus sagt einmal, ihr werdet mich fragen, wir haben in deinem Namen Wunder gewirkt und gepredigt und alles Mögliche gemacht. Und Jesus sagt aber, ich kenne euch. Das heißt, Gott verwendet uns. Was Gott wirklich durch uns tun möchte, das tut er. Aber wir sollten danach trachten, dem so gut wie möglich zu entsprechen. Jesus sagt einmal, dem viel gegeben wird, von dem wird auch mehr verlangt. So wollen wir uns treu erweisen in allem, was der Herr uns in die Hände legt, damit sich dieses Geheimnis der Menschwerdung auch an uns ereignet.